Was geht ab, meine Hose, Fighter Hose hier, und heute gab es für die japanische Version ein Data Download. Zamasu und der Trunks wurden hinzugefügt, dementsprechend haben wir die Infos und Details zu Zamasu und Trunks. Bevor wir damit anfangen, Freunde, auf Global. Global hat aktuell eine Wartung. Diese Wartung geht bis 11 Uhr. Über Global werden wir heute noch in unserem Das müsst ihr tun Video sprechen. Zu den ganzen News zu der neuen Celebration. Ich werde versuchen, das auf spätestens heute 14 Uhr rauszuhauen. Globals Banner, Freunde. Wir werden über Globals Banner speziell in diesem Das müsst ihr tun Video heute Mittag auf jeden Fall reden. Denn wie es aussieht, in-game selbst kam schon die Celebration News. Wird das Banner gleich aussehen. Ich ging davon eigentlich aus, dass es vielleicht geändert werden könnte. Das ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, dass es gleich bleibt. Ich habe auch im schlimmsten Fall gesagt im Stream letztens, wenn ihnen Global egal ist, mehr oder weniger, dann lassen sie den Banner gleich. Warum? Ganz kurz, Freunde, weil wir sehen Full Power Goku hier auf dem Teasbild. Und ja, im Banner von Goku Black war ja auf JP Full Power Goku und Super Saiyan 3 Bardock. Und diese zwei Units waren letzten Monat erst mit Vegeta im Banner. Deswegen, wenn ihr euch gedulden könnt, werden wir heute auf jeden Fall noch drüber sprechen, ob man den Goku Black summonen sollte, könnte. Falls ihr aber summonen wollt, Freunde, wenn ihr Goku Black wollt, wenn ihr ihn geil findet, dann summonen für ihn. Ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Dann hat sich das Thema auf jeden Fall gegessen. Aber für die, die es interessiert, wenn ihr euch gedulden könnt, wart auf jeden Fall auf heute Mittag. Alles klar, dann, ja, jetzt haben wir die Information zu Zamasu und Trunks. Zamasu und Trunks, Freunde, erscheinen morgen auf der japanischen Version, spätestens 10 Uhr morgens. Es ist frühestens 7 Uhr morgens, also laut DBZ Space 7 Uhr morgens, aber laut dem Dataminern, nachdem auch quasi die Events oder Boss Rush etc. um 10 Uhr morgens morgen online kommt. Boss Rush wird, by the way, 35 Zones geben, die neue Stage. Ja, morgen spätestens 10 Uhr wird Zamasu und Trunks erscheinen. Wir gucken uns gleich mal die Informationen zu Zamasu und Trunks an. Zuvor bekommt Mai ihr Awakening, das ist Int Mai. Gucken wir uns ganz kurz an, was sie drauf hat, und dann gehen wir rüber zu Zamasu und Trunks, wie gesagt. Awakening für die Int Mai, die es schon im Spiel gibt. Sie gibt der Time Travels Kategorie Ki plus 3 HP Attack und der 120% Time Travels Kategorie drin, okay. Oder In-Type Charakterin Ki plus 3 HP Attack und F70%. Supreme Damage mit einer High Chance den Gegner zu stunnen. Passive der Time Travels Kategorie gibt sie Ki plus 2 Attack und der 40% und hat eine hohe Chance den Gegner durch ihre Attacks zu stunnen. Link Skill Battlefield, Brainiacs, Cold Judgment, Rival Duo, Dismal Future, Courage, Fierce Battle, Peppy Gods, Future Saga, Time Travels sind ihre Kategorien. Im Time Travels Team auf jeden Fall ein sehr guter Supporterin, im Future Team kann man sie auch spielen natürlich. Viele Future Charaktere gehören ja auch zu den Time Travels. Also mit ihrem Awakening bin ich auf jeden Fall zufrieden, zumal sie auch Fierce Battle bekommt. Sie wird die 35 neuen Dokken-Medaillen von dem neuen Trunks bekommen. Apropos Trunks, jetzt haben wir hier als Gegenspieler Govasu und Zamasu. Ja, Freunde, wir kriegen ein Govasu und Zamasu. Es wird ein Govasu kommen, ein SSR Govasu. Dieser wird 35 Medaillen von dem neuen Future Zamasu Event brauchen, um ihn quasi zu awaken. Ich wollte kurz Future Trunks sagen, aber nee, es ist Zamasu, Fusion Zamasu oder von Zamasu seinem Event. Jedenfalls, Govasu und Zamasu sind vom Physisch-Type. Ich gehe sehr stark davon aus, dass sie super physisch sind, wegen Govasu, weil Govasu ja zuerst droppt. Aber wir werden das auch gleich an der Passive merken. Jedenfalls gibt er der Realm of Gods Kategorie Ki plus 3 HP Attack und 120%, macht Supreme Damage und zieht den Gegner durch seine Super Attack. Die Passive ist bei ihm dann folgendermaßen: er gibt jedem Verbündeten Ki plus 2 auf die Verteidigung 70%. Ich hätte mir da auch einen Angriff gewünscht, um ehrlich zu sein. Verteidigung 70% hört sich gut an, aber einen Angriff hätte ich mir gewünscht, so wie bei Mai zum Beispiel. Das war wirklich sehr cool. Jedenfalls hat er eine hohe Chance, die gegnerischen Angriffe zu dodgen, einfach mal so, und bekommt selbstständig er selbst Ki plus 5 und auf den Angriff 100%, wenn er gegen einen Extreme Class Gegner kämpft, also gegen einen Villain. Godly Power, Code Judgment, Rival Duo, Gentleman, Modern Meets CI, Brainiacs, Fierce Battle, Kartui, Dream of Gods, Future Saga, Potara, Time Travels, Joint Forces. Er ist nett, so ist nicht, wenn man ihn zieht, hat man Dream of Gods, jeder, falls man keinen hat, aber ja. Ja, ich hätte mir da einen Angriff gewünscht als Support-Aspekt, da bin ich ehrlich. Aber ansonsten ist er gar nicht mal so schlecht. Als Supporter kann man auf jeden Fall spielen. Aber jetzt, Freunde, jetzt wird's gestört. Der neue Zamasu. Ja, das sind erstmal drei Artworks, denn wir wissen ja, das ist eine TUR-Version. Er ist vom Extreme AGL-Typus. Dann hat er eine Transformation zu Fusion Zamasu. Dann kann er sich durch den Active Skin nochmal transformieren zu Fusion Zamasu. Ja, in dieser korrupten Form, sage ich mal. Was hat er drauf? So, haltet euch jetzt erstmal fest. Boom, der neue Zamasu, Extreme AGL-Typus, Realm of Gods Charakterin, gibt er Ki plus 3 HP und Attack 170%, auf die Verteidigung 130%. Also Realm of Gods Comeback wird auf jeden Fall mal kommen. Aber, abgesehen davon, gibt er noch Extreme Class Verbündeten, also Villains, Ki plus 3 HP Attack und 120%. Also dieser Leader Skill ist insane, da wird sehr, sehr viel gehen. Nicht nur, dass er ein Villains Leader ist, 120% sind gut, Freunde, und
Extreme Clear ist 120%, das ist der Leader Skill von Freezer, ohne Beschränkung gar nichts, rein damit. Und dann noch zusätzlich Realm of Gods, sein Leader Skill ist gut und da wird sehr viel gehen. Vor allem Realm of Gods, endlich haben wir einen Realm of Gods hier mit 170% Angriff. Er macht Zamasu, so wie er quasi ist, Theo-Version, immense Damage und verringert greatly die Verteidigung des Gegners. Passive ist folgendermaßen, er hat auf den Angriff 100%, hat eine 40%ige Damage Reduction, sehr schön, und hielt 7% der HP, wenn die HP 70% und drunter sind. Dann macht er eine Potara-Fusion, wenn die Bedingungen stimmen. Die Bedingungen könnten nicht besser sein. Ab Anbeginn der dritten Runde transformiert er sich. Dritte Runde, Freunde. Nicht, dass er dreimal reinkommen muss. Nein, die dritte Runde vom Kampf. Es muss die dritte Runde vom Kampf sein und dann transformiert er sich. Aber bevor es transformiert, sind seine Links jetzt folgendermaßen: Power Best of by God, Cold Judgment, Prodigies, Godly Power, Dismal Future, Fear and Fate, Fierce Battle, Catruisa vertreten, Dream of Gods, Potara, Future Saga, Time Traverse und Transformation Boost. Nach der Transformation, wie gesagt, ab Anbeginn der dritten Runde wird er zu Fusion Zamasu. Das ist der Boy in der Mitte. Und hier an der Stelle macht er immense Damage und verringert die Verteidigung des Gegners. Zudem, die Passive wird folgendermaßen: Ki plus 2 auf den Angriff 120%, hat weiterhin die Damage Reduction von 40% und hielt sich um 10% HP, wenn die HP 80% und drunter sind. Sehr schön, finde ich, wirklich. Selbstständig Ki, Angriff, Damage Reduction und noch ein Heal am Start. Sehr gut. Was sich ändert an der Linkskill ist folgendermaßen: Power Best of by God, Code Judgment und Prodigies gehen weg. Dafür kommt Nightmare für zweiter Big Bad Bosses. Sehr gut, Big Bad Boss und Nightmare auf jeden Fall. Und jetzt hat er einen Active Skill. Und wenn er diesen Active Skill aktiviert, wird er zur korrupten Version. Wann kannst du den Active Skill aktivieren? Ganz ehrlich, du kannst den Active Skill aktivieren, nachdem er in einem Kampf beteiligt war. Nachdem du mit ihm angegriffen hast, kannst du in der nächsten Runde seinen Active Skill aktivieren. Das ist gestört. Ab Anbeginn der dritten Runde tut es transformieren und dann hat es transformiert. Und danach, nachdem er im Kampf beteiligt war, also einen Angriff gestartet hat, in der Runde darauf, wenn er wieder reinkommt, kannst du seinen Active Skill aktivieren und er kann sich dann weiterhin transformieren, sag ich mal. Also gestört, weil mit dem Active Skill tun sich ja transformieren. Und danach, dann nach dem Active Skill, macht er weiterhin immense Damage und verringert massively die Verteidigung des Gegners. Seine Passive ist dann folgendermaßen: Ki plus 4 auf den Angriff 280%, hat eine Damage Reduction von 20%. Immerhin hat er noch eine, sag ich mal. 20% ist natürlich weniger als 40, aber immerhin hat er noch eine. Zudem wird er noch den Guard, also Schutzschild des Gegners, deaktivieren. Was heißt das? Das heißt, er greift so an, als hätte er keinen Typen-Nachteil. Er macht mindestens immer neutralen Schaden. In dem Fall, wenn er gegen einen Tech-Charakter einen Angriff startet, dann macht er neutralen Schaden. Das gilt dann, by the way, für die ganze Runde, denn in der Runde, in der Zamasu drin ist, wird der Guard des Gegners disabled und dementsprechend macht jeder Charakter in dieser Runde mindestens neutralen Schaden. Jeder Charakter greift so an, als hätte er keinen Typen-Nachteil. Aber das war noch nicht alles, dann tut er halt noch Superclass-Verbündeten deren Angriff um minus 10% senken. Jetzt hört es erstmal, links sind gleich, hört es erstmal gestört an, diese 280%, die sind auch gestört, wirklich. Aber da musst du auf jeden Fall gucken, wie das Ganze sich im Spiel verläuft. Sie haben auch sehr hohe Stats. Beide, sowohl Zamasu als auch Trunks. Und ich bin auf jeden Fall, also Zamasu ist übertrieben gut. Von seinem Kit her, von den Bedingungen von der Transformation, vom Active Skill bin ich sehr zufrieden. By the way, die Bedingungen von Trunks sind gleich. Dritte Runde für seine erste Transformation, dann wird er zu folgendermaßen. Und dann quasi, nachdem er in den Kampf beteiligt war, die Runde drauf, kann sein Active Skill aktivieren und er wird zu, ja, der Spirit Sword Version, sage ich mal. Aber er ist vom Super Tech Type, freut mich auf jeden Fall auch, finde ich cool. Und zwar gibt er der Future Saga Kategorie Ki plus 3 HP Attack mit 170% auf die Verteidigung 130% oder Super Class Ki plus 3 HP Attack mit 120%. Halleluja! Ich meine, Future Saga ist keine schlechte Kategorie. Klar, viele Charaktere sind auch in anderen vielen Kategorien vertreten, wie Realm of Gods, Time Travers und so weiter und so fort. Aber lieber ihn, werdet ihr gleich merken, als Future Saga Leader, als Future Gohan, das werdet ihr sofort merken. Und zumal er auch noch dann Super Class Leader ist, halt, ihr könnt auch Heroes Charakter reinpacken, also in seinen Leader Skill wird auch sehr, sehr viel gehen. Er erhöht seinen Angriff und macht immense Damage, das stackt sich, er kann immer seinen Angriff erhöhen. Passive ist folgendermaßen, nicht dran zu mit in der Base Form, Attack in der 100%, das war's. Schön bescheiden, Attack mit 100%. Dann kann er sich transformieren, wenn die Bedingungen stimmen. Die Bedingungen sind, wie gesagt, ab Anbeginn der dritten Runde. Zuvor sind die Linkskills Saiyan Warrior Race, Saiyan Lineage, Royal Lineage, Messenger from the Future, Dismal Future, Prepare for Battle, Fierce Battle, Katukuyama Future Saga, Hybrid Saiyan, Time Traverse, Vegeta's Family, Transformation Boost. Und dann, nach der Transformation, wird er zu Super Saiyan Trunks Future.
hier erhöht er seinen Angriff und die Verteidigung und macht immense Damage und das stackt sich. Passive wird folgendermaßen, auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er immer 120%, bekommt jedes Mal, at start of every turn, jedes Mal, wenn die Runde beginnt, bekommt er Key plus 2 auf den Angriff und auf die Verteidigung 10%, das Maximum an Key sind 4, was er zusätzlich bekommen kann und das Maximum an zusätzlichem Angriff und Verteidigung sind 80%. Das hört sich sehr viel an, weil da müssen dann quasi 8 mal reinkommen. Aber die Sache ist die, es liegt ja an uns, ob wir ihn dann noch weiter mit dem Active Skill transformieren wollen oder nicht. Und speziell bei Trunks haben sie es, denke ich, so gemacht, das werdet ihr gleich merken, dass man sich überlegen müsste, okay, will ich ihn transformieren mit dem Active Skill oder warte ich dann noch ein bisschen? Weil wenn in Zukunft noch schwierigere Events kommen sollten, dann wäre es gar nicht mal so schlecht, ihn vielleicht in dieser Form zu lassen und ihn die ganze Zeit seinen Angriff und Verteidigung zu erhöhen. Nicht nur durch die Passive, sondern auch durch die Super Attack. Logo! Viele Events aktuell werden nicht allzu lang gehen, aber ich meine, ey, für Super Battleroad würde ich ihn zum Beispiel so lassen. Wenn ich den Super Battleroad nutze und dann tue ich immer seinen Angriff und Verteidigung stacken. Denn, jetzt werdet ihr merken, nachdem man seinen Active Skill aktiviert, wie gesagt, er muss dann quasi im Kampf beteiligt sein, einen Angriff starten und die Runde drauf kannst dann, wann du willst, seinen Active Skill aktivieren und dann tut er sich transformieren zu seiner Spirit Sword Version, sage ich mal. Hier ist es dann folgendermaßen, beziehungsweise nach der Transformation sind die Links so, Saiyan Warrior Race und Saiyan Lineage gehen weg, kommt Super Saiyan und Golden Warrior hinzu. Super Saiyan auf jeden Fall nehmen wir an. Ja, Golden Warrior hätten wir vielleicht was anderes reinhauen können, aber wir nehmen es an, sage ich mal. Jetzt, wie gesagt, nach der Aktivierung des Active Skills macht er immense Damage und verringert massively die Verteidigung des Gegners. Er bekommt auf den Angriff 30% und auf die Verteidigung 10% pro Key, den er einsammelt. Das ist gestört. Pro Key 30% auf den Angriff. Aber, was brutal ist, wir haben jetzt einen weiteren Charakter, der sehr effektiven Schaden gegen jeden macht. Einfach so, ohne irgendwelche Bedingungen. Trunks. Er macht sehr effektiven Schaden gegen jeden, Freunde. Nachdem er sich transformiert hat, beziehungsweise mit dem Active Skill. Nachdem man seinen Active Skill aktiviert hat. Wisst ihr, wie gestört das ist? Wir kennen es von Gogeta, den ganzen Gogeta, die das haben. Dass sie in jeden Schaden machen. Das ist gestört. Das wird auf jeden Fall cool. Da er ist ein Tech-Charakter, ich würde zum Beispiel, da er nicht immer sehr effektiven Schaden macht. Und wobei man schnell ihn auch transformieren wird, so ist nicht. Also wirklich, man kann nicht schnell transformieren. Aber in dem Fall quasi ist er immer bei Charakteren von Vorteil oder da profitieren sie mehr davon, wenn man bei ihnen mehr auf Additional Attack geht, weil sie eben sehr effektiven Schaden gegen jeden machen. Aber da bei Trunks speziell man sich überlegen könnte, okay, will ich ihn transformiert haben oder den Excel aktiviert haben oder nicht. Wobei man das in den meisten Fällen wahrscheinlich eh machen wird. Aber dennoch würde ich auf jeden Fall nicht komplett auf Crit gehen, sondern Additional Attack auf jeden Fall mitnehmen. Zum Beispiel bei einem Tech-Charakter kann man gehen 14 Crit, 12 Additional Attack. Oder du machst eben andersrum, gehst 14 Additional Attack und 12 Crit, sofern das gehen sollte, aber halt im Prinzip ein bisschen mehr Additional Attack, beziehungsweise 15 Additional Attack und 11 Crit könnte man zum Beispiel gehen. Das ist doch so eine Sache, Freunde, wenn die im Spiel mal sind, wenn sie testen können, dann testet das vor allem im Gameplay und aktuell aufpassen auf JP Showcases, nicht, dass ich irgendwas schlecht reden will, einfach nur gesagt haben, also nicht wundern, weil die Bugs sind ja immer noch da auf JP, deswegen, genau. Und zudem, das war noch nicht alles, tut er zufällig eine Anzahl an Key in Tech-Key ändern. Außer Tech-Key natürlich, zufällig eine Anzahl an Key und zufällig einen Typus an Key in Tech-Key ändern. Und das macht er aber einmalig nach seinem Active-Skill. So viel auch zu den beiden Charakteren, Freunde. Ich muss ehrlich sagen, irgendwie könnt mich gerne wissen lassen. Wer von den beiden hat euch mehr angesprochen, Trunks oder Zamasu? Ich bin auf jeden Fall auf Zamasu gespannt, Freunde. Die Banner erscheinen, wie gesagt, morgen früh, spätestens 10 auf JP. Ich wünsche euch jetzt schon mal sehr viel, falls ihr zusammen werdet. Wir werden uns die Tage auf jeden Fall auch noch zusammen. Ich muss gerade managen, wie ich was raushauen will, weil die Tage wird sehr viel, also contentmäßig ist auf jeden Fall geil. Da geht wirklich sehr, sehr viel. Deswegen, Freunde, bedanke ich mich erstmal jetzt fürs Zusehen. Wir sehen uns heute Mittag auf jeden Fall auch noch wegen den Global News. Und dann wünsche ich auf jeden Fall noch schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world, you a man.